Herzlich willkommen zu einer weiteren Übung von der progressiven Muskelrelaxation, PMR. Auch das Mal steht natürlich die Entspannung im Mittelpunkt. Entspannung, die mit Hilfe einer vorgängigen Muskelanspannung hergeführt wird. Das Mal wollen wir total 8 Muskelgruppen durchgehen. Das heisst, nachdem du in der Grundübung schon die einzelnen Muskelgruppen hast kennen und anwenden gelernt, fassen wir jetzt mehrere Gruppen zusammen, so dass total 8 neue Muskelgruppenkombinationen entstehen. Das hilft dir, um schneller in einen entspannten und gelösten Zustand zu kommen und die angenehm gelöst und entspannt zu fühlen. Wie sich die 8 Muskelgruppen zusammensetzen und angewendet werden, hast du dir schon im Vorfeld zu dieser Übung verinnerlicht. Der Impuls startet und endet jeweils mit dem Codewort «Jetzt», das laut und deutlich ausgesprochen wird. Natürlich wirst du aber noch vor jedem Anspannen genau hören, wie es genau weitergeht. So können wir die Übung ganz locker und gelöst starten. Mach es dir auf deiner Unterlage darum ganz bequem, egal ob im Sitzen oder Liegen. Richte dich so ein, dass dich sicher nichts stört und du ganz frei und gelöst kannst sein. Atme ganz normal durch die Nase ein und atme tief aus dem Bauch die alte und verbrauchte Energie wieder aus. Mach das ein paar Mal und lenk dabei deine Konzentration einfach auf den Atem, der hier ganz von allein passieren kann. So kannst du jetzt deine Konzentration auf deinen Körper einstellen. Und lenke jetzt deine Aufmerksamkeit auf deinen dominanten Arm und deine dominante Hand. Auf das Codewort «Jetzt» kannst du deine Hand so fest wie möglich zur Faust bauen und gleichzeitig die Unter- und Oberarm anspannen, auf die Art, wie sie in deiner Position möglich ist. Start die Anspannung von deiner dominanten Hand und deinem dominanten Arm jetzt! Heb die Anspannung im Arm, drück deine Faust für ein paar Sekunden so fest wie möglich und löse die Anspannung wieder auf, und zwar jetzt! Lass die Arme wieder auf die Unterlage sinken und achte auf einen Unterschied zwischen der Anspannung vorher und der Entspannung nachher. Nimm wahr, welches Gefühl sich in deinem Arm oder Hand entwickelt. Vielleicht ein leichtes Kribbeln. Vielleicht das Gefühl von Schwere und Wärme. Dann wiederhole die Anspannung von deiner dominanten Hand und deinem dominanten Arm nochmal. Bau deine Hand so fest zur Faust und spann gleichzeitig die Unter- und Oberarm so fest an, wie es gerade geht, und zwar jetzt. Heb die Anspannung im Arm, drück deine Faust für ein paar Sekunden so fest wie möglich und löse die Anspannung wieder auf, und zwar jetzt. Lass die Arme wieder auf die Unterlage sinken und nimm dir wieder einen Moment Zeit, um nachzuspüren, wie sich Entspannung in deinem dominanten Arm und in deiner dominanten Hand verbreiten kann. Vielleicht kannst du es auch vergleichen mit der anderen Hand und dem anderen Arm. Welchen Unterschied kannst du wahrnehmen? Ist es ein leichtes Kribbeln?
Vielleicht ein Gefühl von Schwere und Wärme. Was ist bei dir gerade am meisten da? Genieß das Gefühl von Gelöstheit und Entspannung in deinem dominanten Arm und der dominanten Hand noch für einen Moment. Und lenke jetzt deine Aufmerksamkeit auf die andere Arm und deine andere Hand. Aufs Godwort kannst du wieder deine Hand so fest wie möglich zur Faust bauen und gleichzeitig den Unter- und Oberarm anspannen, auf die Art, wie sie in deiner Position möglich ist. Starte die Anspannung von deiner anderen Hand und deinem anderen Arm jetzt! Heb die Anspannung im Arm, drück deine Faust für ein paar Sekunden so fest wie möglich und löse die Anspannung wieder auf, und zwar jetzt. Lass die Arme wieder auf die Unterlage sinken und achte auf den Unterschied zwischen der Anspannung vorher und der Entspannung nachher. Nimm wahr, welches Gefühl sich in deinem Arm und der Hand entwickelt. Vielleicht auch hier ein leichtes Kribbeln. Vielleicht aber auch ein Gefühl von Schwere und Wärme. Und dann wiederhole die Anspannung von deiner anderen Hand und deinem anderen Arm nochmal. Bau deine Hand so fest zur Faust und spann gleichzeitig die Unter- und Oberarm so fest an, wie es gerade geht. Und zwar jetzt! Heb die Anspannung im Arm, drück deine Faust für ein paar Sekunden so fest wie möglich und löse die Anspannung wieder auf, und zwar jetzt! Lass die Arme wieder auf die Unterlage sinken und nimm wieder einen Moment Zeit, um nachzuspüren, wie sich Entspannung in deinem Arm und deiner Hand verbreiten kann. Vielleicht kannst du es auch vergleichen mit der dominanten Hand und dem dominanten Arm. Welchen Unterschied kannst du wahrnehmen? Vielleicht ein leichtes Kribbeln. Vielleicht ein Gefühl von Schwere und Wärme. Was ist bei dir gerade am meisten da? Genieß das Gefühl von Gelöstheit und Entspannung in deinem anderen Arm und der anderen Hand noch für einen Moment. Und dann wandere mit deiner Aufmerksamkeit weiter nach oben, zu deinem Gesicht. Du kannst die Stirn runzeln, die Augenbrauen zusammenziehen, die Augen fest zusammendrücken, die Nase rümpfen, die Zähne zusammenbeissen, die Mundwinkel Richtung Ohren ziehen oder ganz einfach eine Grimasse machen. Spann all die Muskeln an, und zwar jetzt. Heb die Anspannung für einen Moment so fest wie es geht und möglich ist, und löse dich wieder komplett von dieser Anspannung, und zwar jetzt. Gönn dir auch hier wieder den Moment vom Nachgespüren, wo in deinem Gesicht sich jetzt überall Entspannung verbreiten kann. Achte darauf, wie sich das anfühlen kann. Dann wiederhole die Anspannung der Muskeln, die über dein ganze Gesicht verteilt sind, nochmal. Du kannst die Stirn runzeln, die Augenbrauen zusammenziehen, die Augen fest zusammendrücken, die Nase rümpfen, die Zähne zusammenbeissen, die Mundwinkel Richtung Ohren ziehen oder ganz einfach eine Grimasse machen. Spann all die Muskeln an, und zwar jetzt. Heb die Anspannung für einen Moment so fest wie es geht und möglich ist.
und löse dich wieder komplett von dieser Anspannung, und zwar jetzt. Nimm dir auch nach dem zweiten Durchgang wieder einen Moment Zeit, um dem Gefühl von Entspannung und Lockerheit nachzuspüren. Wie ist der Unterschied zwischen vorher und nachher? Vielleicht ist das Gefühl von Schwere und Wärme da. Vielleicht auch ein leichtes Kribbeln. Egal was es ist, genieße es für einen kurzen Moment. Und dann wandere mit deiner Aufmerksamkeit weiter runter zu deinem Hals und deinem Ecken. Ziehe dein Knie Richtung Brustbein. Wenn du am Liegen bist, dann löst sich dabei der Kopf auf von der Unterlage und die Halsmuskulatur wird angespannt. Spann die Eckenmuskulatur an, wobei der Kopf in der Schwebe in ein leichtes Zittern übergeht. Und spann all die betroffenen Muskeln an, und zwar jetzt. Halt die Spannung, bleib noch einen Moment in dieser Haltung und löse die ganze Muskelanspannung wieder auf, und zwar jetzt. Entspann die Hals und Ecke. Und wenn du liegst, dann lass den Kopf wieder auf die Unterlage zurücksinken. Wie fühlt sich das für dich gerade an? Fliegt dein Kopf vielleicht sogar fast ein bisschen? Oder was nimmst du für dich wahr? Und dann bereite dich auch hier langsam auf einen zweiten Durchgang vor. Ziehe dein Knie Richtung Brustbein. Wenn du am Liegen bist, dann löst sich dabei der Kopf auf von der Unterlage und die Halsmuskulatur wird angespannt. Spann die Eckenmuskulatur an, wobei der Kopf in der Schwebe in ein leichtes Zittern übergeht. Spann all die genannten Muskeln an, und zwar jetzt. Halt die Spannung, bleib noch einen Moment in dieser Haltung und löse die ganze Muskelspannung wieder auf, und zwar jetzt. Entspann die Hals und Ecke, und wenn du liegst, dann lass den Kopf wieder auf die Unterlage zurücksinken. Wie fühlt sich das für dich gerade an? Welches Gefühl nimmst du im Umkreis von deinem Hals und Ecke wahr? Was hat sich verändert vom Vorher zum Nachher? Welche Unterschiede kannst du feststellen? Lockerheit, Gelöstheit, was immer da ist, was du kannst wahrnehmen, gönn dir auch hier nochmal einen kurzen Moment für die Entspannung. Wir wandern weiter mit der Konzentration zu den Muskelgruppen von der Brust, den Schultern, dem oberen Rücken und der Bauchmuskulatur. Hier kannst du für einen kurzen Moment die Atmung anhalten, die Schulterblätter in deinem Rücken gegeneinander ziehen und deine Bauchmuskulatur hart machen. Stopp deine Atmung und spann die erwähnten Muskeln an, und zwar jetzt. Habe auch hier die Spannung für einen Moment, so fest wie möglich, so fest wie es gerade geht, und löse die ganze Anspannung wieder auf, jetzt.
Atme wieder ganz normal und spüre in deinem Körper nach, wie sich auch in diesem Teil jetzt Entspannung verteilen und breit machen kann. Wie ist deine Empfindung in dieser Körpergegend? Wie fühlt sich Entspannung für dich hier an? Was für eine Veränderung zwischen vorher und nachher kannst du wahrnehmen? Und komm mit deiner Aufmerksamkeit zurück zu den Schulterblättern und der Bauchmuskulatur. Stopp deine Atmung und spann die erwähnten Muskeln an, und zwar jetzt! Heb die Spannung für einen Moment. So fest wie möglich, so fest wie es gerade geht. Und löse die ganze Anspannung wieder auf, jetzt. Genieße auch hier wieder den Moment von Gelöstheit, Lockerheit und Entspannung. Schau und lass für einen Moment in dich rein, was du dabei kannst wahrnehmen. Und dann wandern wir bereits weiter zu deiner Becken- und Gesäßmuskulatur. Fokussiere dich bei dieser Muskelgruppe darauf, die Schließmuskel anzuspannen und dein Gesäß zusammenzupressen. Spann all die Muskeln von Gesäß- und Beckenmuskulatur an, und zwar jetzt! Heb die Spannung! Presse die Muskeln zusammen, so fest, wie es jetzt gerade möglich ist. Und löse die ganze Anspannung wieder auf, und zwar jetzt. Wie fühlt sich die Entspannung im Becken- und Gesäßbereich für dich jetzt an? Welchen Unterschied zwischen vor und nachher stellst du fest? Nimm dir noch einen Moment Zeit, um deine Wahrnehmung in diesem Bereich zu schärfen. Und nimm auch hier jetzt Anlauf für einen zweiten Durchgang. Fokussiere dich wieder darauf, die Schließmuskeln anzuspannen und dein Gesäß zusammenzupressen. Spann all die Muskeln von Gesäß und Beckenmuskulatur an, und zwar jetzt. Heb die Spannung, presse die Muskeln zusammen, so fest wie es jetzt gerade möglich ist, und löse die ganze Anspannung wieder auf, und zwar jetzt. Entspannung macht sich breit in deinem Gesäß- und Beckenbereich. Wo genau kannst du sie wahrnehmen? Welchen Unterschied zwischen vorher und nachher kannst du feststellen? Genieß den Moment von der Entspannung und gib dir einfach nochmal einen Moment von Ruhe und Gelassenheit. Und dann gehen wir weiter zum dominanten Bein. Hier kannst du das Bein strecken, den Oberschenkel anspannen, die Zehen gegen den Kopf ziehen und gleichzeitig die Zehen auch auseinanderspreizen. Mach dich bereit für die Muskelgruppe und spann alle Muskeln so an wie erwähnt, und zwar jetzt. Heb die Muskeln angespannt, mach sie fest,
so hart wie es gerade geht, und löse die ganze Muskelgruppe wieder auf, und zwar jetzt. Entspann dein dominantes Bein und schau auch hier mal rein, ob du schon eine Veränderung kannst feststellen. Wie kann sich Lockerheit, Gelöstheit und Entspannung in deinem Bein breit machen? Wie ist der Unterschied zu deinem anderen Bein? Was kannst du da wahrnehmen? Hier jetzt Anlauf für einen zweiten Durchgang. Streck das Bein, spann den Oberschenkel an, ziehe die Zehen gegen den Kopf und spreiz gleichzeitig die Zehen auseinander. Mach dich parat für diese Muskelgruppe und spann alle Muskeln so wie erwähnt an, und zwar jetzt! Heb die Muskeln angespannt, mach sie fest, so hart wie es gerade geht, und löse die ganze Muskelgruppe wieder auf, und zwar jetzt. Genieße den Augenblick von Gelöstheit, Lockerheit und Entspannung in deinem dominanten Bein. Welchen Unterschied zwischen vorher und nachher kannst du feststellen? Wie ist der Vergleich mit deinem anderen Bein? Was kannst du da wahrnehmen? Lass all das noch einen Moment auf dich wirken. Und dann gehen wir weiter zum anderen Bein. Auch hier kannst du das Bein strecken, den Oberschenkel anspannen, die Zehen gegen den Kopf ziehen und gleichzeitig die Zehen auch auseinanderspreizen. Mach dich parat für diese Muskelgruppe und spann alle Muskeln so an wie erwähnt, und zwar jetzt. Hab die Muskeln angespannt, mach sie fest, so hart wie es gerade geht, und löse die ganze Muskelgruppe wieder, und zwar jetzt. Entspann dein andere Bein und schau auch hier mal rein, ob du schon eine Veränderung kannst feststellen. Wie kann sich Lockerheit, Gelöstheit und Entspannung in deinem Bein breit machen? Wie ist der Unterschied jetzt zu deinem dominanten Bein? Was kannst du da wahrnehmen? Und ich mache hier jetzt Anlauf für einen zweiten Durchgang. Streck das Bein, spann den Oberschenkel an, ziehe die Zehen gegen den Kopf und spreiz gleichzeitig die Zehen auch auseinander. Mach dich parat für diese Muskelgruppe und spann alle Muskeln so wie erwähnt an, und zwar jetzt. Heb die Muskeln angespannt, mach sie fest, so hart wie es gerade geht, und löse die ganze Muskelgruppe wieder auf, und zwar jetzt. Genieße den Augenblick von Gelöstheit, Lockerheit und Entspannung im anderen Bein. Welchen Unterschied zwischen vorher und nachher kannst du feststellen? Wie ist jetzt der Vergleich mit deinem dominanten Bein? Was kannst du da wahrnehmen? Lass all das noch einen Moment auf dich wirken.
Nimm dir zum Schluss nochmal einen kurzen Moment Zeit, um nochmal deinen ganzen Körper wie ein Scanner zu durchleuchten. Start bei deinem dominanten Arm und der dominanten Hand und nimm wahr, wie locker, gelöst und entspannt dieser Körperbereich jetzt kann sein. Und gang weiter zu deinem anderen Arm und der anderen Hand und spüre auch hier nochmal nach, wie locker, gelöst und entspannt dieser Körperbereich jetzt kann sein. Wandere weiter zu deinem Gesicht und schau auch hier nochmal in dich rein, wie locker, gelöst und entspannt dieser Körperbereich jetzt kann sein. Und dann geh weiter zu deinem Hals- und Eckenbereich und nimm auch hier wahr, wie sich Lockerheit, Gelöstheit und Entspannung hat können weiter verbreiten. Auch deine Rücken, Brust, Schulter und Bauchregion können jetzt locker, gelöst und entspannt sein. Nimm auch hier nochmal wahr, wie sehr sich das schon entwickelt hat. Und dann schau nochmal in deinem Becken- und Gesäßbereich vorbei, wie sehr sich in diesem Körperbereich inzwischen Lockerheit, Gelöstheit und Entspannung hat können verbreiten. Gang weiter zu deinem dominanten Bein und stell fest, wie locker, gelöst und entspannt dieser Körperbereich jetzt kann sein. Und zum Schluss vergleich auch nochmal dein anderes Bein. Wie locker, gelöst und entspannt dieser Körperbereich jetzt kann sein. Und so kannst du jetzt zum Abschluss kommen von dieser Übung. In deinem Tempo kannst du zurückkommen ins Hier und Jetzt, dort wo du gerade bist, und dabei das Gefühl von Entspannung, Lockerheit und Gelöstheit mitnehmen. Genieße es.